Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. Und wir haben es auf die Sorgenwiese geschafft, ein ziemlich unheimlicher Ort. Wenn ihr mich fragt, hier muss ich durchgrinden, hä? Das bringt mir gar nichts, hier durchzugrinden irgendwie. Oh, was bist du denn? Das waren die Zombies vorhin auch, oder? We've come this far together and you're surprised? Das stimmt allerdings. But it has evil Nightbands. Evil Nightbands. Be careful, Dust. Ja, allerdings. Okay, es ist ein Mini-Boss. Wow. So, das war's auch schon, hä? Bis der nächste kommt. Okay, hier geht's nur runter. Ja, hier geht's nicht weiter, würde ich sagen. Hier geht's nur hoch. Also die Combo dürfte hier ganz locker zu schaffen sein. Ich habe jetzt gerade wieder 250 mit dem paar Gegnern zusammengekriegt. Ich darf sie nur nicht so schnell töten. Levelaufstieg. Charakter. Stärke hoch auf 100. Wir können es ja nachher auf 10% reduzieren. Einfach indem wir den da anlegen. Okay, aber jetzt erst einmal gucken, was haben wir denn da gekriegt. Das hier. Oh, das sieht heftig aus. 220 und Fidget wird auch ein Haufen stärker. Ja. Brauchen wir bloß diesen komischen Schleim und Madenwürmer. Aber Madenwürmer droppen die Gegner hier ja ziemlich viel. Gibt es hier irgendeinen besseren Gegenstand? Nö. Der macht nur Stärke. Das ist der Ring des Lichts, ach so. Bringt des Bergarbeiters, macht Angriff und Glück hoch, aber Verteidigung runter. Der da wäre praktisch. Mehr Golddrop. Oder der da. Mehr Regeneration. Mehr EPs. Na, gucken wir mal. Haben wir hier noch was Besseres? Hier hätten wir den Bergarbeiter, die Bergarbeiterausrüstung. Ah, dafür haben wir keine Materialien. Okay. Dann geht's jetzt erstmal weiter hier. Der da ist etwa neben der Kappe, würde ich sagen. So. Ah, Truhe. Noch ein Taucheranzug-Bauplan und eine Truhe. Öffnen wir sie mal. Schlüssel haben wir ja genug. Wow. Das ist eine miese Truhe gewesen. Waren da Gegner drin? So, ein paar Wandhühner und hier wieder zurück. Ha, sehr schön. Haben wir gleich mal wieder drei neue Schlüssel bekommen. Wie viel haben wir denn mittlerweile wieder? 11 Resonanzsteine, rotes Moos und der Transmitter. Und wir haben 2 Wiedergeburtssteine, die sind ziemlich teuer eigentlich. So, weg mit euch. So, ein paar mal Flammen. So,
das müsste dann reichen, um das Ungeziefer hier loszuwerden. Achso, die droppen diese Maden, okay. Okay, wieder eine dunkle Höhle, da macht sich die Tische gleich in die Hosen. So. Und ein Ring des Lichts. Oh ja. Leuchtezombie hier drüben und hier. Resonanztor und noch eine Truhe. Fleischklinge, Bauplan. Ah ja, heftig. Aber nee, das Pestöl ist besser. Särge. Und ja, genau. Das sind ordentliche Kombis, was wir hier zusammenkriegen. Ja, meine Energiereserven sind erschöpft. Danke, dass du mich darauf hinweist. Hier müssten wir hochklettern. Mal wieder. Speicherpunkt und ein Händler ist ja auch irgendwo in der Nähe. Ja, dachte ich es mir doch hier. I've noticed the waters in the valley have resumed flowing. It would be ignorant of me to believe you didn't have a part in that. What makes you say that? The waters did not resume flowing of their own accord. Of that I am certain. Yes, well, we did what needed to be done. Ja, das ist bescheiden. As must we all, my friend. What did you find down there? If a powerful creature who was misled by her own rage. Fortunately, we were able to knock some sense into her. Ach, sorry, dass ich das jetzt gerade weggeklickt habe. And for that, this world is grateful. Take care, my friend. Danke. Oh, jetzt verkauft er uns auch diese besseren Sachen. Davon haben wir schon 5 Stück. Your transaction is oh, wir können das Zeug verkaufen. I am here to können hier Materialien verkaufen, die wir noch nicht katalogisiert haben. Einmal das Ektoplasma. Knochen. Verfaultes Fleisch. Und eine Made. Ja. Your transaction is. Thank you. Was brauchen wir denn nochmal für die. Nee, nicht für die Rüstung. Für die Rüstung fehlen uns noch ein paar Sachen. Ich meinte für das neue Zeug hier. Ach ja, dieser andere Schleim. Und noch ein paar Maden. Aber auf die Maden kommen wir garantiert schnell zurück. Grünes Resonanztor. Hoch. Und sehe ich das eigentlich richtig? Es geht hier in 4 Richtungen weiter. Ach, da ist der. Again, we met outside Aurora, remember? Old Cora, they call me. Ja, genau, was machst du denn hier? I think it was crazy, old Cora, actually. Da hat Fitch allerdings recht. Yes, I remember you now. What are you doing all the way out here? These meadows are dangerous. Ah, nee, mach Sachen. Ah, I've known these meadows since I was young. There's not a creature here that could harm me. Abgesehen von den Unruhen. There is something odd about this part of the meadow. Almost as if the creatures are avoiding it. Okay. If that's the case, then you should be safe if you stay here, Cora. Well, that's impossible, my dear. I'm not here to sightsee. I have a task to complete, and I will not be leaving until it is done. Was denn für eine Aufgabe? Easy. Ja. Shit. You really shouldn't be wandering around here. What is it you need to do? Maybe I can help. Das hoffe ich doch. Oh, I couldn't dare impose. It's a dangerous path.
And you've done so much for Aurora. I'd hate to ask more of you. Wir müssen eh durch diese Wiese. No, it's all right. We're searching for the lord of this estate. I've been told he can help me. Perhaps while we're searching for him, we can find whatever it is you're looking for? Really then? Well, then our goals are aligned, my dear boy. If you do truly wish to speak with the owner of this estate, then you will need to help me. Ah ja, ganz toll, jetzt auf einmal so. What do you need? There are four mansions in these meadows. Within each mansion is an item of great personal importance to me and my, well, the master of the estate. Wahrscheinlich hier Ehemann. Take this green resonance gem, my dear. You can use it to travel around these meadows much quicker than I ever could. Ah ja, gut. Just, I'm still not too comfortable leaving an old lady here in the middle of nowhere. Ich eigentlich auch nicht. Neither am I, Fidget, but she seems to know what she's doing. Ja, sonst wäre sie niemals hier. Do you? Is that it, Cora? Four items, four mansions? Honestly, sounds pretty simple if you ask me. Das hätte ich nicht gesagt. For all our sakes, my boy. I hope you're right. What's that mean? Why'd you have to say it like that? Dass da was Böses drin ist? Oh, sie hat noch... Achso, das ist da die Quest wahrscheinlich, hä? Please. Ja, gut. Karte. Da oben. Da unten, da, da. Und dann können wir wahrscheinlich hier weiterkommen. Ah ja. Bringt sie uns dann die neue Fähigkeit bei, oder was? Okay, dann gehen wir erstmal hier unten lang. Oh, Kiste. Hier hoch. Und das hier zur Zimmern. Genau, Kiste. Schlüssel haben wir ja zum Glück noch genug. Anhänger des Feiglings. 20 Glück, aber macht Schaden. Was zur? Achso, hä? Achso, mal 0,5 Angriff. nein. Nein, nein. Hier lang. Schlüssel, Schlüssel, jawohl. Und hier weiter wohl. So, gleich nochmal eine Verbrennung. Und ein bisschen rumrasen. Und weg sind sie. Ja, jetzt noch mehr von ihnen. So, und verbrennt sie gleich mal. Neue Made. Hier kommen wir nicht runter. Aber hier kommen wir weiter. Hm. Wieder ein paar Zombie-Freunde. Und wir haben keine Energie mehr. Wer bist du denn, Kumpel? Du bist ein Nekromant, der beschwört. Okay. Ich mache jetzt hier an der Stelle einen Cut. Und in der nächsten Folge versuchen wir dann mit Hilfe dieses Nekromanten die 1000er-Kombo hinzukriegen. Wünscht mir Glück. Bis gleich.